Hallo ihr Lieben und willkommen im Herbst. Im Garten passiert gerade jede Menge. Es wird geerntet, gesät, gepflanzt und natürlich mal wieder umgestaltet. Ich nehme euch mal mit auf eine Erntetour und wir sehen auch, wie es den Tomaten, Chili und Paprika hier gerade so ergeht. Diese Chili hier ist aus Portugal. Da hat mir der Marco Samen mitgebracht und die kam am 15. Dezember in die Aussaat. Inzwischen ist das Pflänzchen am Reifen, also die Früchte. Die sind auch ordentlich scharf. Ich beiß da ja überall erstmal so bedenkenlos rein und bereue es manchmal. Bei denen war das der Fall. Direkt daneben steht die Chili Cherry Bomb. Da reifen gerade die ersten Früchte. Da habe ich auch noch Pflanzen, die total voll hängen mit Früchten. Da bin ich leider etwas enttäuscht worden. Soll Schärfegrad 5 haben, aber bisher sind die gar nicht scharf. Mal sehen, ob sich das noch entwickelt. Stangenbohnen hatte ich an zwei Stellen, auch in zwei verschiedenen Generationen. Hier sehen wir gerade den ersten Schwung, der ist schon ausgereift und getrocknet. Die Samen kann man jetzt als Trockenbohnen einfach pulen und aufbewahren. Neben dem kleinen Salatbäumchen hier stehen noch weiße Beete. Da kann man sich ganz gut gerade auch immer mal so eine Beete ernten. Die schmecken ähnlich wie die rote Beete, machen aber keine Flecken. Der Zuckermais reift auch nach und nach. Einige Kolben habe ich mir hier schon angeschaut. Den hier kann man jetzt ganz gut ernten und als Zuckermais frisch essen. Man sieht auch, dass hier noch ordentlich Saft in den Maiskörnern ist. Auch der Weißkohl steht noch richtig gut da. Da haben wir verschiedene Sorten. Den Brunswicker, Braunschweiger, aber auch den Spitzkohl, ein Ochsenherz. Ja, sind verschiedene Sorten. Die stehen ganz gut da, obwohl hier auch ein paar Kohlweißlinge sich langsam durch die Blätter fressen. Aber die Köpfe sehen insgesamt richtig gut aus. Bei den Wassermelonen sind nur zwei Früchte gewachsen. Eine habe ich geerntet, als sie noch nicht ganz reif war. Bin mir auch nicht sicher, ob man Melonen, wenn man sie abgeschnitten hat, noch nachreifen lassen kann. Wenn ihr da Erfahrung habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Den bunten Mangold habe ich überall gepflanzt. Da können wir jetzt Pflanzen ernten. Aber auch Jungpflänzchen sind jetzt nochmal nachgesetzt, denn der Mangold hat mit der Kälte kaum ein Problem. Im Gewächshaus lasse ich jetzt noch die letzten Gurken und Tomaten auch ausreifen. Die Kräuter, die hier noch unten gepflanzt waren, die setze ich jetzt nach draußen. Da war nochmal Petersilie und Dill dabei. Und dann wird das Gewächshaus im Herbst leer geschaufelt. Wir machen ein sicheres Wühlmausgitter unten rein. Und dann kann die Erde hier auch wieder rein. Und ein paar Winterkulturen ziehe ich einfach vor, um sie dann später hier auch nachzusetzen. Die Chili-Pflanze scheint noch etwas länger zu brauchen, bis die Früchte ordentlich rot abreifen. Die wird erstmal in einen Topf umziehen und da kann sie in Ruhe noch nachreifen und beerntet werden. Im Gewächshaus wuchs ja auch das Zitronengras und der Ingwer. Die werde ich im Topf wohl drin überwintern, um dann nächstes Jahr ja mit diesen Jungpflanzen hoffentlich gut wieder durchstarten zu können. Einige der Salatpflanzen haben wir groß wachsen lassen und nicht beerntet, zu dem Zwecke, dass sie jetzt blühen mögen. Und wir danach vielleicht auch eigenes Saatgut gewinnen können. Was da dann so bei rauskommt, bin ich mal sehr gespannt. Das will ich ausprobieren. Ja, in diesem Jahr ist es mir gelungen, draußen reife Physalis zu ernten. Das ging letztes Jahr ja ein bisschen schief. Da habe ich die im November dann aus dem Topf im Schlafzimmer noch ernten können. Dieses Jahr sind die hier draußen gut ausgereift. Da können wir uns jetzt noch die letzten Früchte holen. Und dann weichen auch die Physalis wieder den Herbst- und Winterkulturen. Einen Zweig von der Physalis habe ich abgeschnitten und nochmal ins Wasser gestellt zum Anwurzeln. Mal schauen, ob das gelingt, dass ich da ein Pflänzchen, einen Klon sozusagen, überwintern kann und nächstes Jahr dann aus dieser Pflanze wieder die Jungpflanzen gewinne. Das spart etwas Zeit, im Gegensatz dazu, das frisch anzusehen. Die Snackgürkchen im Freiland, die haben uns den ganzen Sommer über wirklich gut versorgt. Das war eine prächtige Ernte. Die Pflänzchen, die gehen jetzt langsam auch an den Mehltau. Man merkt es auch, die Witterung hat sich geändert. Die Gurken kommen nicht mehr ganz so gut klar mit dem kalten und feuchten Wetter, auch mit dem Wind. Die machen jetzt auch wieder Platz für Spinat, Feldsalat und Co. Inzwischen sind auch einige weitere Terrassen entstanden. Ich hatte ja den Plan, dass sich hier unsere Hanglage so ein bisschen in kleine Terrassenbeete umwandelt. Das speichert besser das Wasser, es fließt nicht alles so schnell weg. Ich habe auch die Hoffnung, dass sich zwischen den Steinen und Brettern vielleicht noch ein paar Kleintiere ganz gut verstecken können. Ja, die Wege werden dann wieder gemulcht, damit ja auch im Winter der Boden nicht brach liegt
Und alles andere ist schon wieder gut ausgesät oder bepflanzt, sodass sich hier alles von selber begrünen sollte. Einige Blühpflanzen stehen auch noch gut da, die Tagetes zum Beispiel, aber auch die Ringelblume sind hier noch Freuden fürs Auge. Beide können natürlich auch einiges und landen regelmäßig mit frisch in der Teekanne. Vor ein paar Tagen habe ich auch noch mal Asiasalate und Radieschen ausgesät und schwuppdiwupp, 10 Tage später sieht man schon, dass die sich hier ordentlich aus der Erde recken. Jetzt wagen wir mal einen genaueren Blick auf die Paprika- und Chili-Vielfalt in diesem Jahr. Begonnen mit der Voranzucht hatte ich ja schon im letzten Dezember und dieses Jahr im Januar. Ich hatte arge Probleme mit den Blattläusen, solange die Pflanzen noch drin waren. Draußen hat sich das dann auf natürliche Weise reguliert. Da kamen dann ein Haufen Nützlinge und haben mir die Blattläuse weggefressen. Ich überlege noch, ob ich einen Ableger einer Paprika oder ein Pflänzchen im Topf auch drin wieder zum Überwintern mit reinnehme und ob es mir diesmal vielleicht gelingt, da auch in Bio die Blattläuse sinnvoll zu bekämpfen. Dann hätte man im nächsten Jahr natürlich auch eine Pflanze mit ordentlich Vorsprung. In diesem Jahr waren dabei die Pimentos de Padrón, die spanische Bratpaprika, die man grün erntet. Ich hatte die Oro dabei, das ist eine weiße Spitzpaprika. Ich habe normale Spitzpaprika, die auch rot abreifen draußen. Und natürlich eine gewisse Chili-Vielfalt. Leider habe ich nicht an allen Pflänzchen noch die Schildchen dran. Einige sind scheinbar mit weggemulcht worden oder irgendwie beim Erdeauffüllen mit untergekommen. Ich probiere mich hier und da durch. Manche Sorten kann ich mit Namen ansprechen. Irgendwo müsste sich noch eine Cayenne verstecken. Aber auch die Sweet Banana ist hier noch mit dabei gewesen. Schmeckt auch ähnlich wie eine Spitzpaprika, Schärfegrad 1, also fast keine. Ich habe auch die Jalapeno bei, die haben Schärfegrad 6 und den halten sie auf jeden Fall. Wie gesagt, bei den Cherry Bomb bin ich noch etwas enttäuscht. Ich lasse die noch ein bisschen hängen und die Pflanze noch etwas länger stehen. Vielleicht kriegen die ja doch noch zum Ende hin ihre Schärfe. Ich hoffe sehr, dass das anstehende Herbstwetter nicht dafür sorgt, dass mir jetzt die Pflänzchen kaputt gehen, bevor die Früchte ausgereift sind. Ansonsten erfolgt hier eine Noternte und wir lassen die drin noch nachreifen. Ja, ich will die klein machen, trocknen, ja, und dann ein schönes Chili-Pulver selber herstellen. Die Spitzpaprika ernte ich am liebsten grün. Die Früchte schmecken mir in dieser Form einfach am besten. Ein paar lasse ich auch gelb, orange oder rot werden, dass wir da nochmal den Geschmackstest vergleichen können. Die Tomaten im Freiland sind inzwischen weiteren Terrassenbeeten gewichen. Die Pflanzen, die hier noch standen, hatten zum Teil schon die Braunfäule in den Blättern. Den Früchten hat es noch keinen Abbruch getan. Einige reife Früchte sind in dem Regen jetzt aufgeplatzt. Und die noch grün waren, habe ich jetzt hier abgeschnitten und lasse die in der Kiste nachreifen. Ansonsten passiert mit dem vermutlich demnächst auch dasselbe, dass sie, wenn sie draußen reifen, dann im Regen platzen. So nehme ich sie mit nach drin und dann können wir da nochmal schön Tomaten essen. Wir haben aber auch noch den zweiten Schwung Tomaten hier vorne am Spalier. Da habe ich das braune Blattgut jetzt schon mal abgeschnitten. Hoffe, dass die Früchte noch gut nachreifen. Die Zitrina hängt hier oben noch, da war hier und da mal ein Zweig auch abgebrochen. Hier sind auch verschiedenste Sorten mit dabei. Zum Teil hatte ich auch noch mal Ableger gemacht von den Pflanzen der Nachbarn, die so üppig gewachsen waren oder wo einfach Geiztriebe schon groß waren. Ja, hier schauen wir jetzt, ob das noch gut klappt mit der späten Reife und der zweiten Tomatenernte. Das sind natürlich samenfeste Sorten. Von den meisten, die mir gut gefallen, habe ich schon Saatgut genommen, auch wieder fürs nächste Jahr. Das hat auch den Sinn, dass die Pflanzen, die jetzt hier besonders gut wachsen und vielleicht nicht die Braunfäule kriegen, die werde ich weiter vermehren und so an meinen Standort hier auch Jahr für Jahr etwas besser anpassen und weiter vermehren. Und wenn man immer nur die kräftigsten da nimmt, ja, kann man sich seine eigene Sorte an die eigene Region richtig gut anzüchten. Bei den Tomaten gelingt das auch etwas leichter, da die einzelnen Sorten für sich weiter zu vermehren. Die bestäuben sich meistens schon selbst, wenn sie sich im Wind bewegen, bevor da irgendein Insekt kommt oder eine Hummel, die bestäubt. Bei den Tomaten herrscht hier vorne am Spalier auch noch eine schöne Vielfalt. Hier ist noch die Citrina dabei. Das ist eine zitronenförmige gelbe Tomate. Die habe ich im ersten Jahr. Ich hoffe, dass die hier noch ein paar an der Pflanze reif werden, weil ich da furchtbar gerne das Saatgut nehmen will. Daneben ist die Rio Grande, eine schöne, ja, rote, normal große Tomate. Und wir haben auch noch die St. Peer dazwischen. Es gibt noch die grüne Zebra, Queen Zebra, die Tomate, bei der ich am meisten Probleme habe, herauszufinden, wann die denn genau reif ist. Bisher fühlen sich die Früchte noch ziemlich fest an. Daneben ist auch noch ein Ableger vom Nachbarn. Ich nenne sie Wilde Gelbe. Die ist echt wahnsinnig in ihrem Wuchs, macht mega große Rispen und kleine, sehr aromatische Früchte.
Und richtig schöne, dicke Fleischtomaten hängen hier auch noch dran. Es ist Wahnsinn, was die Pflanzen hier wirklich an Masse von Blättern und Früchten so ausbilden. Ganz gut, dass hier auch noch mal ein Ökodünger vorher mit reingeflogen ist. Hier war vorher eher Bauschutt auf dem Gelände. Hier unten im Kübel habe ich noch die Yellow Par, die gelbe Birne. Das ist eine der leckersten und ertragreichsten Sorten. Da habe ich schon von verschiedenen Pflanzen auch das Saatgut genommen, damit es auf jeden Fall klappt. Hier sind mir auch, ja, ein bisschen die Pflegemaßnahmen aus dem Auge gerutscht. Hier sind schon wieder Geiztriebe dran, die über 1,20 Meter hoch sind. Ich überlege, ob ich noch mal eine anwurzeln lasse. So frische Tomaten zu Weihnachten hätte auch was, ne? Und auch eine meiner Lieblinge, wieder eine von diesen kleinfruchtigen Sorten. Das ist die Honigtomate, die kleine rote. Die finde ich besonders lecker. In zwei von diesen großen Kisten hatten wir vor einigen Wochen nochmal Möhren ausgesät, verschiedene Sorten, die eher schnell und klein wachsen. Ich habe die Hoffnung, dass wir uns da im Herbst und Winter hier nochmal frisches Karotin aus der Erde ziehen können. In die neu entstandenen Terrassenbeete wird jetzt wieder fleißig gepflanzt, gesät und gesteckt. Die Wintersteckzwiebeln kommen langsam rein, der Knoblauch kommt rein, die Asiasalate, die Posteleien, der Feldsalat, verschiedene Spinatarten und so haben wir frisches Grün auch im Winter. Daneben wächst hier auch noch jede Menge Salat. Hier sind die Radicchios dabei, der Lollo Rosso nochmal, verschiedene Salatarten, die auch im September und Oktober noch gut durchkommen, aber eben jetzt auch schon die Jungpflanzen, die kälteresistent sind, frostfest, winterhart, sodass wir uns auch wieder im ganzen Winter mit dem frischen Grün versorgen können. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja gern mal in die Videos von mir reinschauen. Mein Kanal gibt es noch nicht ganz ein Jahr. Im November habe ich, glaube ich, angefangen, die Videos zu veröffentlichen. Und da seht ihr auch über den ganzen Winter, dass wir was zu ernten haben. An dieser Stelle haben wir in etwa die Hälfte alles Sehens und Zeigenswerdens des Gartens gerade erreicht. Ich denke, den Rest packen wir in einen Teil 2. Was heißt Rest? Die andere Hälfte. Dann freut euch auf das nächste Video. Habt eine schöne Woche bis dahin. Und tschüss, ihr Lieben.